Ein Cello ist ein Instrument, das der Cellist beim Spiel zu umarmen scheint wie ein geliebtes Lebewesen. Auch sein Ton ähnelt einer menschlichen Stimme. Da fragt man sich, warum nicht mehr schöne Cellistinnen von der notleidenden Plattenindustrie ins Rennen geschickt werden. Doch es kommen immer nur Geigerinnen. Große Cellistinnen, daran wird es wohl liegen, sind höchst selten. Die junge Argentinierin Sol Gabetta hat das Zeug zum Weltstar. Virtuos, glamourös und dennoch überhaupt nicht angewiesen auf erotische Fotos. Die Kritik ist unisono, hellauf begeistert. Sol Gabetta erhält demnächst den Echo-Klassik-Preis. Reinhold Jarecki stellt sie vor. Und ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Dann in Valencia mit einer Aspekte-Ausgabe zur katalanischen Kultur. Guten Abend. Vivaldi zum Mitpfeifen. Der venezianische Barockklassiker, 100-mal eingespielt. Und jetzt kommt eine argentinische Cellistin, 26 Jahre alt, und sagt: Ich mach das noch einmal. So, wie ich diesen Vivaldi erlebe. Jung und unverbraucht. Es hat einfach ganz besonders dieses Rhythmus überhaupt, dieses Tempo, dieser Puls. Das ist, was mir eigentlich so bewegt hat und auch so interessiert hat. Ich finde, die Barockmusik hat sehr viel von Popmusik oder von folklorischer Musik zum Beispiel. Was toll ist bei Vivaldi, man hat die Möglichkeit zu improvisieren. Sie spielt ihren Vivaldi unpathetisch, ja ungestüm, mit Entdeckerfreude. Und in scharfer Abgrenzung zum verzuckerten Vivaldi-Klischee. Der Italiener Vivaldi und die multikulturelle Sol Gabetta. Geboren in Argentinien, Tochter französisch-russischer Eltern, wohnhaft in Basel, wo sie einen Professorenjob hat. Wer mit 26 in den Konzertsälen Europas brilliert, hat ziemlich früh mit der Musik angefangen. Ich habe mit 3 Jahre alt Geige angefangen, weil mein Bruder Geiger war. Und ich habe mit 4,5 Cello angefangen. Zwischendurch habe ich noch Klavier gespielt. Und dann, als ich 7 war, mit meinem Wettbewerbspreis als Cellistin habe ich eine Klarinette gekauft. Drehtermin mit der kleinen Sol, die Mutter am Piano. Als 10-Jährige gewann sie ihren ersten Wettbewerb. Heute, 16 Jahre später, hat sie es geschafft. Das graziöse Mädchen und das voluminöse Saiteninstrument. Ein Topos auch in der Kunstgeschichte. Eine erotische Fantasie. In idealer Weise verbindet Sol Gabetta Attraktivität und Können. Doch sie tut einiges, um nicht in die Schublade der sogenannten Geigen-Girlies gesteckt zu werden. Erotisch getönte Vermarktungsstrategien gehen ihr ziemlich auf die Nerven. Man muss das einfach nicht zulassen, ganz einfach. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, in den Händen zu sagen, solche Fotos mache ich nicht. Mittagessen zwischen den Proben. Sol ist kommunikativ, ja, sie redet ohne größere Pausen. Hier mit den Senatori della Gioiosa, einem wunderbaren Spezialorchester für alte Musik. Nach ihrer Tschaikowski-CD ist sie nun eingestiegen in die Barockwelt. Der Reiz des Neuen. Ihr Motto: alles ausprobieren. Sie ist ein Kind der, wie sie sagt, strengen russischen Cello-Schule. Ihr Instrument, eine kostbare Guadagnini von 1759, hat sie historisch getreu umgerüstet. Vivaldi spielt sie auf Darm statt auf Stahlsaiten. Der singt. Das ist, was mir gefällt. Ich habe Gesang. Ich liebe Gesang. Es
das Instrument muss singen. Ich finde, wenn ein Instrument, vor allem wenn man Cello spielt, das ist doch ja wie die menschliche, wie der menschliche Stimme, oder? Es ist so nah. Ich wünsche mir eigentlich ein Duett. Sie ist der neue Typ des Klassikinterpreten. Witzig, neugierig, intelligent, offen für alles um sie herum. Souverän bewegt sie sich auf dem Erdball mit 6 Sprachen, die sie fließend beherrscht. Als Frau am Cello hat sie eine Marktlücke besetzt. Konkurrentinnen sind nicht in Sicht. Am 21. Oktober bekommt Sol Gabetta als Instrumentalistin des Jahres den Echo-Klassikpreis.